Ho, 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 ich bin's, die Ein-Mann-Version der Weihnachtsgroßes Gewächs-Verkostungsfront. Schaffe ich es also doch noch, schnell noch vor Weihnachten, also vor Heiligabend, noch ein letztes Video mit Mütze zu drehen. Komisch ist das, wenn man das allein machen muss, hilft aber nichts. Ich bin halt allein. Und zwar, es geht dieses Mal, ein letztes Mal, um den Rheingau Großes Gewächs. Einen haben wir vom VDP dabei mit seinen großen Gewächsen, das ist der Peter Jakob Kühn. Und die anderen sind sogenannte RGGs, also Rheingau Große Gewächse von Nicht-VDP-Mitgliedern. Und dann haben wir natürlich noch ein paar erste Lagen und so Sachen halt. Insgesamt sind es, ich weiß nicht, 15 oder so. Es wird also nicht ganz so lang wie drei Nüsse für Aschenbrödel. Dafür wird es, kann ich gleich voraussagen, wieder schön süß, wie sie in dem Rheingau. Nicht überall, aber meistens. Das riecht schon mal herb und süß zugleich. Also die Herbe ist ein bisschen so das Kräuterige, das da mitschwingt. Die Frucht ist ein bisschen zitrusbetont und da schwingt so ein bisschen was süßlich Steinobstartiges mit. Florale Töne ein bisschen. Hat so ein bisschen was an Algen und Muschelschalen erinnerndes. Das hat er schon in der Nase gehabt und ist am Gaumen ziemlich deutlich. Und das ist schon ganz interessant, weil wir gerade von der Süße, weil wir es hatten, das war gestern viel, viel aufdringlicher. Und heute setzt sich mehr diese kreidige, muschelschalige Mineralik durch. Auch die Säure hat einen guten Biss. Das heißt, das versteckt die Süße mittlerweile recht gut. Was ja schon mal für die weitere Entwicklung gar kein schlechtes Zeichen ist. Und den Wein auch ein bisschen insgesamt besser dastehen lässt. Muss man aber auch so reinschreiben. Also hat schon einen ordentlichen Säurebiss. Noch ein bisschen Hefe spielt da auch mit. So ein leichter Gerbstoffgriff, das ist noch ganz leicht rau. So, das müssen wir auch noch ein bisschen umschreiben. So, den haben wir jetzt ursprünglich bei 86 stehen, das ist mir ein bisschen zu wenig. Also die Bandbreite ist sowieso groß, bei 86 geht es los, aufhören tut es weit oben. Aber das hat einfach mehr Zug gekriegt, mehr Präzision. Ist ja oft so, dass der Rest sogar die Konturen ein bisschen aufweicht und das war gestern auch recht deutlich hier so. Aber der hat schön angezogen. Länger halten. Geben wir ihm einen mehr. Ja. Gucken wir mal. Das ist schon gleich ein Rheingau großes Gewächs und zwar ist das Weingut Peter Flick. Da haben wir, kann man es lesen? Ja. Das Hochheimer Kirchenstück 18 ist es. Das ist erstaunlich, das wirkt überraschend kühl für 18 und für Hochheim. Aber das gar nicht so wenig Alkohol hat, oder? 13. Aber es hat nicht diese Wärme und Schwere, die man aus Hochheim
aus den aus Jahrgang 18 auch schon erlebt hat. Für großes Gewächs fehlt dann doch ein bisschen die Tiefe und Komplexität. Das muss man halt auch dazu sagen. Aber ansonsten ist das auch ein schöner Wein. Ah, das riecht Wärme. Das riecht wärmer, hefiger. Das hat auch so was Nussiges dabei. Das hätte Holzfass gesehen. Ein bisschen was Vegetabiles dabei. Dieser Spur raucht es sicher Holz. Das ist eine ziemlich reife Frucht da im Mund. Auch da ist es warm. Eher helle gelbe Frucht. Ah! Das ist auch süßer und weicher gewesen gestern. Das hat sich auch deutlich gestrafft. Auch da hat es ein bisschen helle Holzwürze, die aber nicht aufdringlich ist. Okay, Schätztelefon. Normal denke ich dran, es stumm zu schalten. Oder vielleicht denke ich normal auch nicht dran und habe nur Glück, dass keiner anruft. Ja, das ist wahrscheinlicher. Ja, also das ist deutlich besser geworden. Das stand auch bei 86. Da reichen aber selbst 7 nicht, weil das hat eine gute Substanz. Das hat ein schönes mineralisches Rückgrat und auch so einen ganz feinen Griff von ein bisschen reifen Gerbstoff. Also, da, wie gesagt, muss ich ein bisschen was umschreiben, weil das sich doch gescheit verändert hat. Dass, wenn ich gestern so weggestellt hätte, hätte ich den komplett unterschätzt. So, jetzt passt's. Das müssen wir ein bisschen reifen lassen. So ein Jahr oder so. Und dann wird es 7-8 Jahre lang ziemlich gut schmecken. Das sind 8. Oder? Also 8 sind es auf jeden Fall. Auch 18, auch Hochheim, da schmeckt man es. Und zwar ist das Hochheimer Ortswein Barrique Perle Blanche, heißt er. Ja, das mit dem Holz hat er schon recht anständig gemacht. Das passt. Wieder kühlere Nase. Das ist was frisch pflanzlich, ja, steht drin.
Und dann eine recht deutliche Mineralik. Eine ganz kühle, helle, gelbe Frucht. Ja, diese helle Frucht zieht sich auch im Mund durch. Klar, kühl, eher schlank. Hat einerseits ein bisschen herbe Mineralik und herbe pflanzliche Töne und dann aber schon merkliche Restsüße. Die so für ganz, ganz leicht, die so ganz leicht die Konturen verwischt. Ist noch nicht schlimm. Aber es geht ein bisschen auf Kosten der Präzision. Einen ganz zarten Gerbstoff, noch ein bisschen hefige Anklänge. Ja, das steht bei 87 gut. Gewinnt ein bisschen an Biss gegen die Süße auch im Abgang. Aber es bleibt halt ein bisschen süß-sauer. Warum ich mich da so drehe, ich habe die Flasche vor meinen Speicherbutton gestellt und habe ihn jetzt nicht gefunden. So, das ist unser nächstes RGG, Rheingau großes Gewächs. Das ist der Bodenthal Steinberg von Mohr. Da fehlt es halt auch für ein großes Gewächs dann doch ein bisschen an Tiefe und Dichte. Das macht halt Zucker nicht wett. Gegenteil. Mineralik hat er, einen gewissen Zug hat er auch. Aber so für die ganz hohen Weine fehlt ein bisschen was. Ist eine deutlich pflanzliche Nase, relativ herb. Die Frucht eher versteckt. Ja, am Gaumen ist es wieder wärmer. Es hat auch fast, die Schrift ein wenig größer machen, hat fast ein bisschen was Butteriges dabei und so zart karamellige Töne. Wenn auch hier der Wein straffer ist als gestern, ganz offensichtlich. Schauen, dass das mit Luft schon anzieht. Die Säure, das war gestern auch so ein ziemlich weicher Typ. Das ist ganz leicht gedeckt. Hat auch so was Spurholziges. Und jetzt nicht so wie der, den wir vorhin hatten, also nicht eindeutig wirklich Holzwürze. Hinten raus kommt wieder so Spur Butter. Und es bleibt ganz leicht so gerbstoffig gedeckt. Der steht bei den 7 auch gut. Das will auch mehr, aber das ist halt 18. Das ist auch ein Rheingau großes Gewächs. Das ist Biborunge. Mein Gott, das ich eigentlich sehr mag, und das ist ihr Revoluzzer aus der Hallgärtner Jungfer. Ich schaue mir nochmal einen Tag an. Es mag ja sein, dass man sich irrt und dass das noch aufgeht, aber im Moment ist mir das, was ja bei vielen 18ern passiert ist, ein bisschen zu phenolisch gedeckt. Tut einem richtig leid, sowas, weil es hilft ja nichts. Das ist eine floralere Nase. Ja.
sind keine Spuren, dieses Florale. Das ist deutlicher dann. Das ist was Kreidiges auch dabei und deutlich pflanzliche Töne. Eine ziemlich helle Frucht. Reif, saftig, ein bisschen warm. Die Frucht, die Säure eher zurückhaltend, aber es passt noch. Es ist also nicht so weich. Außer eine Spur Butter und Karamell. Und dann kommt was Kreidiges. Ganz leicht süßlichen Schmelz, aber das hat an Nachhaltigkeit und auch Tiefe gewonnen mit Luft. Das wird ein bisschen länger halten als gedacht. Vielleicht anders machen. Ja, und das sind 88. Ein bisschen so ein Holzfasston hinten. Also nicht, wie gesagt, nicht frisches Holz, aber so ein bisschen fasstönig ist er. Und dann kommt auch noch relativ viel von dieser ins Kreidige gehenden Mineralik. Das liebe ich heute, mir die Flaschen in den Weg zu stellen. Ja, das sind 8. Ah, diesmal sind wir wieder beim Im Weineck. Und zwar ist das das Hochheimer Kirchenstück 18. Also, wem das Barrique vom anderen Wein zu viel ist, mir ist es ja nicht zu viel, der ist mit dem ziemlich gut bedient. Kostet auch, ich glaube, 15 Euro, also sehr im Rahmen für die Qualität. Der aus dem Barrique kostet, glaube ich, 18,50 oder irgend sowas. Das ist wieder eine etwas jugendlichere und kühlere Nase und ein bisschen süßer. Hat aber durchaus Schliff, ein bisschen Mineralik auch schon, so frische pflanzliche Töne. Das ist ein ziemlich heller und sehr kühl wirkender Stil, wofür wahrscheinlich auch diese sehr, sehr präzise und präsente Mineralik verantwortlich ist. Das hat wieder auch relativ hohe Süße, aber das wird durch diesen herben mineralischen Ton ziemlich gut aufgewogen. Und hier verschwimmen auch die Konturen wieder nicht, trotz der Süße, weil eben dieses, weil es einen schönen Säurezug hat und diese Mineralik wirklich für Rückgrat sorgt und für klare Konturen. Ja. Das ist schon ziemlich gut, gerade auch wegen dieser Malzmineralik. Es hätte diesen Zucker überhaupt nicht nötig. Der ist ja eher so ein leichter Fremdkörper. Ja, aber die 88 hat er verdient. Noch einmal das Weingut Mohr. Und zwar ist das diesmal erstes Gewächs. Das gibt es auch noch. Das ist in der Hierarchie also ein bisschen drunter. 19. Lorcher Krone, habe ich das gesagt? Bio-Wein, vegan. Das ist eine deutlich vegetabile Nase, ziemlich fest.
deutlich hefige Noten auch. Bisschen was Florales. Das Ganze ist recht kompakt und fest und noch unentwickelt. Ganz leichte gelbe Würze auch dazu. Und wirklich noch viel Hefe. Ohne dass das jetzt allzu reduktiv wirkt, aber halt entwickelt auch gar nicht. Ja, das ist auch am Gaumen ziemlich substanziell. Muss man neu schreiben. So. Und das hat einen gewissen Schmelz, der auch zum Teil durch dieses von der vielen Hefe kommt, die eben auch geschmacklich noch da ist. Und Hefelager sorgt halt oft für noch ein bisschen mehr Volumen, als der Wein sonst hätte. Das ist also jetzt eine Kraft, die jetzt nicht zwingend aus dem Alkohol kommt. Es wirkt auch insgesamt relativ konzentriert, nicht nur schmelzig. Der Schmelz bringt natürlich so einen Hauch Süße mit, aber es schmeckt nicht so, als hätte es viel Restzucker. Ja, also hinten raus ein bisschen süßlich, also ein bisschen Restzucker hat er wohl, aber das ist alles ziemlich stimmig. Ist auch besser als 88, das sind 9. Also einen schönen Zug, gute Mineralik, viel Griff von reifem Gerbstoff. Können wir den nochmal anschauen? Denn die 89 kann er auf jeden Fall. Aber es ist nicht mal gesagt, ob das ganz reicht. Jetzt probieren wir den Revoluzzer, haben wir ja auch nochmal dastehen auf morgen. Probieren wir den morgen nochmal mit. Genau, es kommt so ein bisschen was Rotes und Florales. Das nochmal im Weineck. Und diesmal ist es 19 Hölle, also Hochheimer Hölle. Riesling Stückfass heißt das Ding. Stückfass, wo ist er denn? Naja. Kostet auch 15 Euro. Das kann sich vielleicht sehen lassen. Das ist schon verdammt viel Wein fürs Geld. Ich werde fast einen Lieblingswein draus machen. Zack. So. Schön stehen. Kühler, heller. Ein bisschen pflanzlich. Und das wirkt jetzt zum Beispiel, obwohl es nicht so deutlich hefig riecht wie der Vorgänger, hat es ein bisschen Reduktion. Ein bisschen gemüsige, frisch gemüsige Noten hat es drin, so ein bisschen Brokkoli und so in die Richtung gehend. So ganz, ganz leicht rauchiges Tönchen, das von der Reduktion kommt. Ja, das ist eine relativ reif wirkende Frucht, das hatte der Vorgänger auch. Und das ist trotzdem ein gänzlich anderer Stil. Das ist noch ein bisschen heller, ein bisschen schlanker in der ganzen Machart. Da ist die Säure präsenter als beim Vorgänger. Die macht bei dem Wein oder die macht viel mehr dieses Weins aus. Beim Vorgänger waren es eher so ein bisschen die Gerbstoffe und die Hefenoten und die Konzentration. Und hier ist es dann doch die Säure, die für diese klaren Linien sorgt. Dann kommt auch eine relativ helle Mineralik. Die wiederum. Eine ziemlich hohe Süße, gut puffert. Ah ja, da hinten raus kommen dann auch wieder Hefetöne. Ja, das ist auch
So, da habe ich gestern reingeschrieben, durch den Zucker etwas verschwimmende Konturen. Das ist vorbei. Also der ist deutlich präziser geworden. Ja, durch vieles dieser positiven Geschichten habe ich gestern schon reingeschrieben, aber das leicht Verschwimmende hat dazu geführt, dass ich ihm nicht mehr als 88 gegeben habe. Heute kriegt er einen mehr. Die Sonneine. Da sind wir wieder beim Weingut Mohr. Ich schwöre, ich bin nicht betrunken. Ich schwör's. 19 Lorcher Schlossberg Riesling 34 heißt der. Das ist sein Flaggschiff aus den ältesten Rebstöcken des Rheingaus. Pflanzjahr 34. Naja. Man bildet sich zumindest ein, das an der Mineralik schon auch zu merken, dass das nochmal eine Hausnummer drüber ist. Auch das bleibt schön stehen. Auch das zieht ordentlich nach. Schauen, ob man den nicht morgen auch nochmal mitprobiert. So wie der sich mit Luft entwickelt und wie der hinten anzieht. Nicht, dass ich den auch ein bisschen unfair behandle. So, das ist gelbfruchtiger, wirkt dadurch in der Nase spursüßlicher, hat Hefenoten, hat so gelbe, gewürzige Nuancen dabei. Dann kommen Kräuter, Hefe, ist relativ komplexe und relativ tiefe. Jetzt habe ich ja so angefangen. Nase. Unentwickelt. Ja, das ist jetzt wieder viel wärmer. Das ist sehr reif, sehr schmelzig. Dadurch schmeckt es im Moment fast süßer als der Vorgänger. Und ich gar nicht weiß, ob das wirklich mehr Zucker hat, aber dadurch, dass er so warm und weich ist, schmeckt mir den deutlicher. Was sehr gut ist, es bleibt, es hat einen schönen Hefeton noch am Gaumen und dann kommt richtig Substanz. Also das ist nicht nur der Zucker, sondern es hat auch Konzentration und so ganz feine vegetabile Aromen. So wieder eine leicht ins Kreidige gehende Mineralik. Das haben wir relativ oft heute. Das hat schon auch Power, aber es wirkt nicht schwer. So ein bisschen was Nussiges ist dabei. So ist auch, als käme der auch aus dem Holzfass. Wobei das wirklich nur angedeutet ist, sowas kommt manchmal ja auch nur von der Hefe. Wobei auch diese gewisse Ruhe und auch dieser Gerbstoff ein bisschen mehr für Holz spricht, wobei Gerbstoff, das kann natürlich auch wieder 18 sein mit seiner Wärme. Da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Also 88 kann das, das ist gar keine Frage. Gar so süßlich wäre. Wobei das natürlich nicht die Süße allein ist, die jetzt für Probleme sorgt, sondern das, was sie bewirkt, nämlich das leichte Verschwimmen der Konturen. Und dann hat er wenigstens so was buttrig-karamelliges. Deswegen vielleicht ein bisschen länger halten. Aber ich lasse ihn jetzt mal bei 88 stehen. Aber sehr gut ist es, gar keine Frage. Meine, 88 ist ja auch sehr gut. Das darf man immer nicht ganz vergessen. Hier ständig auf hohem Niveau jammern. Das ist wieder Hochheim. Es hat halt auch danach geschmeckt. Und 18, es hat halt auch danach geschmeckt. Und zwar der Domdechernai ist es dieses Mal. Ja, danach 13,5. Das ist halt das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Das ist das, wie ich Hochheim in dem Jahrgang halt auch kenne. Das steht auch ganz gut.
Aber auch im Abgang ist das ein bisschen indifferenter als die besten Weine, die wir heute schon hatten. Es verschwimmt also ganz leicht durch diese Wärme und diese Mischung aus gewisses Alkoholfett und ein bisschen Restzucker. Das ist recht zurückhaltend in der Nase. Das hat so ein bisschen was Pfanzliches und Florales und ein bisschen so Pfirsichtöne. Insgesamt so eher helle Frucht. Aber das Ganze eher zurückhaltend. Interessant, weil man erwartet durch diese Zurückhaltung in der Nase, auch wenn es vielleicht komisch ist, weil man kann Säure ja nicht riechen, aber dennoch, das ist so ruhig, die Nase, und dann hat es fast eine nervöse Säure. Es hat auch wieder Zucker, aber es hat eine ziemlich präsente, die ist auch deutlicher geworden seit gestern. Gestern war die fein und jetzt wird sie schon richtig knackig. Wir hatten das vorher bei anderen Weinen, wo die Säure gestern fast überhaupt nicht vorhanden war und heute deutlicher wird. Hier auch wird sie wieder deutlicher, nur halt von einem sehr guten Niveau auf ein schon anspruchsvolles Säureniveau. Was ja jetzt uns Rieslingtrinker meistens nicht so stört. Ja, im Abgang habe ich den Säurezug schon drin stehen, besonders von vorne, dass diese direkte Attacke, die war gestern nicht so. Es ist auch relativ mineralisch. Ich habe drin stehen leichter Griff von mürbem Gerbstoff. Jetzt ist es aber auch so, dass auch der Gerbstoff deutlicher geworden ist seit gestern. Oft ist das ja mit Luft andersrum. Aber hier, der wird ein bisschen rauer. Ja, also das ist so ein Grenzfall. Ich würde jetzt wegen dem Zug, den er hat, und auch der Mineralik, ich würde sagen, die 88, das schafft er schon gerade noch, aber es ist eine knappe Entscheidung. Substanz hat er. Das ist das Weingut Schloss Graf von Schönborn, heißt es. Das ist der 19er Erbacher Marco Brunn. Rheingau, großes Gewächs. Da hätte ich mir, um ganz ehrlich zu sein, ein bisschen mehr erwartet. Man merkt es auch im Abgang. Es bleibt auch im Abgang ein bisschen nachtrocknend und auch so ein bisschen indifferent. Das könnte schon ein bisschen nobler und präziser auch sein. Das wirkt schon noch relativ verschlossen. Ziemlich feste Nase. Kühl, herb, hefig, pflanzlich, deutlich mineralischer in der Nase. So ein bisschen an Kapern erinnernden. Herb vegetabilen Ton. Ja, aber es ist ziemlich kompakt. Das ist jetzt andere Baustelle. Das ist knochentrocken. Also das hat man bislang ja noch gar nicht. Es hat einen irren Zug. Hefe, wieder so kräuterig und frisch pflanzliche Töne.
bisschen Zitronengras. Und eine zu packende Mischung aus Säure, Mineralik und so feinen Gerbstoffen. Da sind wir hin, da sind wir. Dieses Zupacken, den muss man nochmal extra betonen. Also das ist eine Qualität, wie man sie noch nicht hatten, noch nicht annähernd. Aber es ist der deutlich schwierigere Wein, weil das halt fordernd ist ohne Ende. Es hat eine Mordsubstanz, es ist nachhaltig, eine irre Mineralik, habe ich schon gesagt, wahrscheinlich. Ja, da machen wir jetzt auch punktemäßig schon einen Sprung. Denn das sind jetzt schon 91 und das sind es auch. Ich würde da nur eher 3 Jahre warten, glaube ich, bis man das Trinken anfangen kann. Und 5 Schaden, Anix. Schon ein bisschen beeindruckend. Ja, ich fürchte, jetzt fangen die Peter-Jakob-Kühn-Festspiele an. Das ist der Quarzit der 19er. La kostet, ich glaube, so um die 17 Euro oder irgend sowas. 17,50 ab Hof. Ich meine, wir hatten heute schon große Gewächse mit um die 30 Euro, gell? Die steckt er allesamt komplett mit links in die Tasche. Und zwar nicht nur der, den haben wir nicht in der Nachprobe, aber selbst der ganz normale Jakobus für 12,50 Euro, sein normaler Basiswein, selbst das ist vielleicht der beste Basiswein, den ich dieses Jahr probiert habe. Der steht bei 88, was ja wie gesagt eine geile Wertung ist. Also das darf man immer nicht aus dem Auge verlieren. Wir haben ja nicht Punkte-Diarrhö, wie das so üblich ist momentan in der ganzen Weinszene, wo alles, was einigermaßen trinkbar ist, 94 Punkte kriegt. Also, oder zumindest ein bisschen besser ist einigermaßen trinkbar. Aber was wollte ich sagen? Aber 88 Punkte, da gibt es schon einige große Gewächse, wie wir merken, die damit schon Schwierigkeiten haben. Da hat der Basiswein vom Kühn schon keine. Oh. Das ist eine sehr tiefe und noch einmal ein ganzes Stück feinere Nase. Ganz noble Frucht. Also das ist genau die Art von Noblesse, die ich jetzt bei vielen großen Gewächsen bisher vermisst habe. Der hat's. Ganz brillant, reintönig, auch noch ziemlich hefig dabei. So ganz frische pflanzliche Töne dazu. Wieder auch bildet man sich ein, reichlich mineralisch schon zu riechen. Geht es am Gaumen weiter? Das ist eine ungeheuer noble, ausgesprochen saftige Frucht. Vielleicht nicht so furztrocken, wie das beim Vorgänger war, aber das hat eine Noblesse und Reintönigkeit. Das ist wunderbar. Da kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut jetzt. Noch reichlich Griff von Reifengerbstoff, eine präsente, straffe, den Wein marmorierende Säure. Jetzt kommt so ein bisschen was Florales und Rotbeeriges hinten. Auch die Hefe bleibt noch stehen. Eine Mordsmineralik. Und dann auch so ein bisschen Schmelz, der ein bisschen süßlich schmeckt, aber dann hat es so eine Präzision und Struktur und so scharfe Kanten.
Puh, da muss man mal schwerer durchatmen. Der steht bei 92, das langt nicht. Das sind drei. Ich habe mir gestern gedacht, bin ich nicht so hoch, ist das nur der Kontrast zu den anderen Weinen? Aber das ist Quatsch, das ist einfach irrsinnig geil. Einen irren Zug, Länge, doch hinten, das bleibt relativ, die Aromatik ist ziemlich hell und es bleibt sehr präzise dahin stehen, ganz lang, kühl, ungeheuer saftig und gleichzeitig mordsmineralisch. Ja, den werden wir auch länger aufheben, bevor wir den trinken. Also natürlich fasziniert das jetzt, aber richtig, seine besten Zeiten fangen vielleicht in 5 Jahren mal so langsam an. So, das Lieblingswein nicht vergessen. Und es wird auch über die nächsten Tage nochmal probiert. Das ist das Blöde in diesen Zeiten. Jetzt muss ich das alles allein trinken. Ja, das ist natürlich wieder Peter Jakob Kühn. Das ist sein Hallgartener Händelberg 18. Habe ich vorhin, habe ich das den Jahrgang da dazu gesagt? Das war 19, das habe ich gesagt, gell? Pah, das ist gut. Echt, das ist erste Lage, gell? Das ist noch nicht großes Gewächs. Ich sage ja immer, wenn Rheingau mal gut ist, dann ist es fürchterlich gut. Das ist kühler, auch eine sehr feste Nase, pflanzlich, auch hefig, sehr straff. So ganz feine vegetabile Töne, hat nicht ganz diese irre Fruchtnoblesse, die der Vorgänger hatte, aber auch das ist eine beeindruckende Nase. Ja, und es geht auch genauso weiter. Das ist auch ziemlich saftig, aber es ist herber als der andere, weil, wie gesagt, die Frucht ist da auch versteckter. Es hat Malzgerbstoff, auch wieder viel Säurebiss, sehr viel Mineralik. Aber er hat nicht ganz die Noblesse vom Vorgänger. Tiefe Struktur und alles ist da. Das sind also, Moment, das müssen wir. Ja, also das wird auch ein bisschen länger halten als gedacht. Aber auch der unter 4, 5 Jahren, auch wenn er wahrscheinlich früher seine Trinkreife erreicht, wobei der andere im Moment zugänglicher wirkt. Alles ein bisschen schwierig klingend, aber es ist tatsächlich so. Ich würde auch den 4, 5 Jahre liegen lassen, mindestens. Da stimmen die 92 auch. So ganz leicht so Note von Brotgewürzen hinten raus. Also Kümmel und Kardamom und solche Sachen scheinen da. Und getrockneter Koriander spielen da ein bisschen mit. Und die Hefe. Sehr schön. Ganz kühl. Peter Jakob Kühn, klar. Ich glaube, wir haben nichts mehr anders heute. Das ist ein Östricher Klosterberg. Das ist witzig. Den fand ich gestern stärker als den Dings, den Händelberg. Aber heute hat ihn der Händelberg echt überholt. Kommt trotzdem auf die Habenseite. Puh, das waren Räusche. Gute ist, die halten einem ja 1, 2 Wochen im Kühlschrank. Man muss die ja nicht sofort austrinken. Gegenteil. Ui. Das ist sehr dicht, kompakt.
tief, noch betont hefig. Und hat ein bisschen so diese Art gelbe Würze, die man bei Natural Orange Wines halt recht gern findet. Man riecht diese reife Phenolik schon. Das hat auch zugelegt seit gestern. Also es ist in der Nase noch tiefer und noch dichter geworden seit gestern. Naja, das ist schon sehr konzentriert. Und wieder knochentrocken. Ja, ja, das hat schmelzt, der so ganz leichte Süße suggeriert, aber das hat überhaupt keinen Zucker. So, jetzt machen wir das mal so. Ja, genau. Es hat auch im Gaumen noch viel Hefe. So ganz leicht an Brokkoli erinnerte vegetabile Aromen. Das scheint mir auch noch ein bisschen so Ausdruck von Reduktion zu sein. Die Mineralik ist wieder erstaunlich kreidig. Das ist so ein Understatement-Wein. Das kann so viel und bleibt trotzdem noch so ruhig und zurückhaltend. Und das hat nicht so dieses Nervöse und Packende, sondern das ruht mehr in sich. Das muss lang reifen, bis das wirklich zeigt, was es kann. Das steht jetzt mal bei 93 gut. Aber ich werde das nochmal 2-3 Tage verfolgen, denn da steckt so viel drin, ohne dass der einen gleich so einlädt, wie wir das beim, was war das, Händelberg? Was, Händelberg? Händelberg hatten. Den wir ja genauso hoch hatten. So einladend ist das nicht, aber es ist schon ein Mordswein. Das ist das erste große Gewächs von Peter Jakob Kühn und das ist das Österreicher Lenchen 18. Ich frage mich ja, wann man seine alten Sachen trinken soll, wenn man immer solche Sachen trinken muss, weil man es ja schlecht wegschütten kann. Ne? Ich bin ja gar kein Freund von Jungriesling, aber wenn sie so sind. Jetzt muss ich noch Muscheln kaufen. Am Tag vor Heiligabend. Und das schaffe ich ja nicht. Ich arbeite ja bis 8, also oder 9, also Heiligabend. So. Very concentrated. Sehr dicht. Mehr Frucht als der Vorgänger in der Nase. Also das lädt wieder ein bisschen mehr ein. Bleibt aber kühl, ziemlich vielschichtig. Es hat ganz feine Kräutertöne, Hefenoten, Mineralik. Ein bisschen Zitronenpfeffer, so in die Richtung gehend. Ja, das ist aber zu wie eine Auster. Auch das ist knochentrocken. Zugleich zwar saftig, aber es hat einen, regt sofort einen irren Speichelfluss an. Mordsäure, aber ganz feine Säure. Extrem viel Mineralik. Diese Frucht ist vorne und am Gaumen ist die weg. Da ist nur noch diese massive, wieder sehr hell wirkende Mineralik.
Boah. Hochnobel. Hochnobel, kühl, hell. Wieder nicht so diese einnehmende Saftigkeit des Händelbergs. Das ist viel, viel mehr Understatement und ist auch heller in seiner ganzen Aromatik. Aber es hat eine wahnsinnige Länge. Und es berührt einen bis ins Mark. Also man merkt, das sind die Zehenspitzen, geht einem der durch Mark und Bein. Boah, das ist saustark. Tut mir leid, dass ich da ein bisschen Zeit brauche, aber na, Moment. Entschuldigung. Ihr hört es jetzt auch eh alles beim Autofahren, da ist ja wurscht, oder? Wenn es ein bisschen dauert. Ja. Stand bei 93 plus, das ist natürlich Quatsch. Das sind mindestens 5. Und wir schauen uns das noch einmal ein paar Tage an. Wahnsinnswein. Peter Jakob Kühn, habe ich schon mal gesagt heute. Großes Gewächs, Österreich-Dosberg 18. Ja, das ist schon eine Hausnummer. Ja. Du magst aufhören und sofort das Trinken anfangen. Das nicht schlucken zu dürfen, ist Strafe. Obwohl das so jung ist und eigentlich unantastbar. Aber das schlägt einen so. Ich wollte gerade sagen, das schlägt einen so in seinen Bann und dann kommt der daher. Ja, das ist aber unruhiger. Das ist ein bisschen reduktiv. Das ist zitrusbetonter und da kommt viel Hefe. Eine Mordsmineralik schon in der Nase. Zitrusbetopten. Mhm. So. Es ist Weihnachten, das hat alles ein bisschen behäbiger. Also ich, der Wein nicht. Puh. Aber da mag man schon lang reinriechen und versuchen zu ergründen, wo da der Boden ist von diesem tiefen Loch, in das man da reinriecht. Aber es ist eher so in Richtung unergründlich gerade. Naja. So macht man halt großen Riesling. Es hat null Zucker und eigentlich
auch nicht wirklich viel Frucht. Es ist, ist zwar sehr konzentriert, aber es schmeckt nicht wirklich fruchtig. Ich weiß, dass es ganz viele Riesling-Puristen gibt, die das Zeug dann genau deswegen nicht mögen. Ich kann auch nicht helfen. Aber das ist halt das, was großen Wein ausmacht. Das ist mehr Herkunft als Sorte. Das ist, hat eine Dichte und Tiefe und Komplexität, die halt nur große Weine haben. Und natürlich ist es fordernd, wobei da durch diese extreme Mineralik die Säure noch deutlich mehr gepuffert ist als beim Vorgänger. Das ist halt fast nur noch alkalisch und elektrolytisch am Gaumen. Puh, fangen dann wieder die Finger es kribbeln an. Wahnsinn. Eine vollkommen verrückte Mineralik. Und dann natürlich noch viel Hefe. Das betont es sogar noch. Auch da ist die Frucht am Gaumen komplett weg. Die war ja von vornherein schon nicht viel, aber dann. Da hat das was so metallisch, diese Mineralik, das ist. Ja, das hilft halt alles nichts. Das muss man nur ein paar Tage verfolgen. Das ist ja. Das ist ja völlig unnahbar. Auch wenn das eine extreme Länge hat. Das zieht sich, man glaubt ja dann immer, man spürt es fast bis zum Mageneingang. Was natürlich Quatsch ist, weil die Speiseröhre natürlich keine Geschmackssinne hat. Aber man bildet sich das wirklich ein, dass sich das so weit runterzieht. Ja, das steht bei 96 und da lasse ich es jetzt mal stehen. Es hilft jetzt eh nichts, das kommt eh noch ein paar Tage lang auf den Tisch. Aber wenn ich beim anderen Muscheln halt haben wollen, das war ein bisschen fruchtiger und so, der mit seiner extremen Kälte, da will ich wirklich so Weißfisch, Seezunge, irgend sowas dazu. Wie auch immer, es gibt leider keinen Schledern, ich weiß nicht, schickt mir das Weingut seit ein paar Jahren nicht, was. Keine Ahnung warum, muss ich es irgendwann einmal fragen. Deswegen ist es der letzte Wein für heute. Es ist natürlich, man hat es wahrscheinlich schon erraten, Kühns St. Nikolaus 18. Wo da die Reise hingeht, alles verfolgbar unter wein.plus. Mehr braucht es gar nicht mehr. Wir haben nur noch wein.plus, nichts mehr. www.weinplus.de oder EU, sondern wein.plus. Wein.plus Weinkritiken kommt man direkt hin. Ist ja wurscht. Jedenfalls gibt es dann irgendwann, wenn ich fertig bin, in 2 Tagen oder sowas, gibt es die endgültigen Ergebnisse. So, das war's jetzt vor Weihnachten. Jetzt kommt, glaube ich, nichts mehr. Morgen ist Heiligabend, da bin ich zwar hier, aber videofizieren werde ich sehr wahrscheinlich dann doch nichts mehr. Vielleicht aber schon am ersten Weihnachtsfeiertag. Ich arbeite ja. Was sollen wir also machen während Lockdown außer saufen und arbeiten? Fressen natürlich, machen wir natürlich auch. Also allen fröhliche Weihnachten. Ich hoffe, ich kriege das jetzt irgendwie vor Heiligabend noch online. Und wir sehen uns spätestens zwischen den Jahren wieder, gehe ich davon aus. Denn dann kommt nochmal der große Pinot Noir Runde. Das auf jeden Fall. Also stay tuned, wie die Schweden sagen. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.